Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Da oben rechts in der Ecke, da tragen die bislang ausgegebenen EC-Karten das Maestro-Zeichen, ein roter und ein blauer Kreis, die ineinander greifen. Diese Zeichen werden jetzt bei neu ausgegebenen Karten verschwinden. Die alten Karten bleiben aber gültig, nur eben ohne die Maestro-Funktion. Die kommt von Mastercard, hat bislang dafür gesorgt, dass ihr auch im Ausland mit der EC-Karte Geld abheben oder mit der Karte bezahlen konntet. Das wird jetzt schwieriger, aber nicht unmöglich werden, denn neben der Maestro sind EC-Karten meist auch mit der VPay-Funktion von Visa ausgestattet. Wer ganz sicher gehen will, besorgt sich vor dem Auslandsurlaub besser eine richtige Kreditkarte. Bei Autovermietern zum Beispiel werden die sowieso fast überall als Sicherheit verlangt. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.